Freie Schnauze, der Themenpodcast über Chaoten auf vier Pfoten und manchmal auch zwei Beinen. Hunderassebeschreibungen und wahre Geschichten von und mit Gästen. Herzlich willkommen bei Freie Schnauze. Ich habe mir heute ein paar Menschen eingeladen, die Geschichten über ihren Hund erzählen. Und unser Thema ist heute, wie bin ich denn an den Hund gekommen? Dann haben wir einmal die Bianca, die hat einen Labrador und aus einer guten Zucht. Dann haben wir die Jenny, die hat zwei Tierhilfehunde, ganz unterschiedlicher Couleur und erzählt uns ein bisschen darüber, wie sie an die beiden gekommen ist und welche Anfangsproblematiken da vorhanden waren. Und dann haben wir die Svenja, die hat sich zu Corona-Zeiten einen Hund angeschafft und kann auch eine ganz lustige Geschichte erzählen, wie man zu Corona an einen Hund kommt, wenn alle Hunde Schulen zu haben. Okay, erstmal herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Hallo, grüßt euch. So, Jenny, ich würde gerne mit dir anfangen. Ja. Und zwar hast du zwei Tierschutzhunde und wir kennen uns jetzt wie lange? 11 Jahre. 11 Jahre, Wahnsinn. Und der Cooper ist dein erster Hund und soweit ich mich erinnern kann, hieß es immer, er ist ein kleiner Golden Retriever. Aber meine erste Frage ist, warum ein Hund? Warum ein Hund? Ich bin mit Hunden aufgewachsen in der Familie, es waren immer Hunde da um mich und ich wollte gerne immer einen eigenen Hund haben, ein Tier, für das ich verantwortlich bin. Und meine Mama war aber immer strikt dagegen. Und es hieß immer, sobald du mal ausgezogen bist und deinen eigenen Haushalt hast, kannst du machen, was du möchtest. Aber mit mir kommt kein Hund ins Haus. Mhm. Und als es dann soweit war und ich selbstständig war und meinen Job hatte, dann habe ich mir meinen Hund zugelegt. Mhm. Und warum dann Tierschutzhund? Also ursprünglich wollte ich einen Australian Shepherd. Ach du lieber Himmel. Ja. Okay. War auch bei Züchtern, habe mir Welpen angeschaut und habe mich dann aber schon sehr intensiv mit der Rasse beschäftigt und dann ist mir eigentlich sehr schnell klar geworden, dass ich aufgrund meines Jobs es zeitlich so einen Hund nicht auslasten kann. Mhm. Vernünftig. Ja, also das war mir sehr schnell bewusst, dass das einfach nicht möglich ist und habe mir dann auch Hoverwart-Welpen angeschaut und bin dann aber eigentlich irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass ich vielleicht mit meinem Arbeitspensum, das ich damals hatte, gar keinen Hund haben sollte. Okay. Aber dieses Thema hat mich irgendwie dann doch nicht losgelassen. Mhm. Und irgendwann bin ich dann durch eine Arbeitskollegin auf Hunde aus dem Tierschutz gekommen und habe mich da informiert und war dann im Tierheim. Ja. Habe mir da Hunde vor Ort angeschaut, hier aus unserer Region und habe aber auch da keinen Hund bekommen, weil eben berufstätig. Ja. Und bin dann so eigentlich auf eine Tierschutzorganisation gestoßen, die hier in der Region war, habe die Dame kontaktiert und so bin ich dann an diesen Hund gekommen vor 11 Jahren. Okay, und das ist der Cooper geworden. Das ist der Cooper geworden, richtig. Genau. Und ich bin da damals hin mit den Worten, da ich in einer Familie groß geworden bin, in der wir immer Jagdhunde hatten, habe ich damals gesagt, ich möchte alles, nur keinen Jagdhund, weil ich einfach weiß, wie viel Arbeit ein Jagdhund ist, was ein Jagdhund so mit sich bringen kann, wenn er nicht richtig geführt und ausgebildet ist. Ja. Und ich mir einfach das selbst auch nicht zumuten wollte und mir vielleicht auch gar nicht das zugetraut habe. Ja, ist auch viel Arbeit. Ist viel Arbeit. Wenn du so berufstätig bist, richtig, dann braucht es da noch ein bisschen mehr Zeit. Und man möchte ja dem Tier dann auch gerecht werden, ganz klar. Und somit war eigentlich meine einzige Anforderung an diesen Hund, dass er keine jagdlichen Ambitionen haben sollte. Und habe dann meinen Meister gefunden. Wie viel Jagdinstinkt hat er dann? Also ich habe dann nach einer Woche Gassi gehen schon sehr schnell gemerkt, dass dieser Hund wahnsinnig jagdlich aktiv ist, also extrem. Wie gesagt, ich war da schon sehr vorgeimpft durch unsere Hunde, mit denen ich aufgewachsen bin. Es waren alles Irish Setter. Und habe dann festgestellt, okay, der Jagdtrieb, den der hat, da kam keiner unserer Setter ran. Mehr? Viel mehr, viel stärker, viel extremer und habe dann mir einen DNA-Test besorgt und habe ihn getestet und habe dann festgestellt, dass in ihm 4 Jagdhunderassen sind und ein Australian Shepherd. Also ich habe eigentlich doch ein Aussie eigentlich genau das bekommen, was ich eigentlich mir nicht zumuten wollte. Weißt du noch, welche Jagdhunde drin sind? Es ist drin ein Dackel. Okay. Es ist drin ein Alaskan Malamut, okay. Es ist drin ein Cocker Spaniel und ein Flat-Coated Retriever.
Okay, genau. Gut, ja, das ist schon eine explosive Mischung. Ja. Genau, da weiß man immer nicht, also das ist ja immer ein Roulette der Genetik, was da wirklich so bald durchkommt. Gell? Und wie hast du das Jagdverhalten dann, wie alt war der, als du den bekommen hast? Der war circa 9 Monate alt, also hochpubertär. Und auch schon in dem Alter, wo der Jagdinstinkt durchbricht? Absolut. Ja. Also der ist auf alles gegangen, ob Sicht oder Nase, der ist vorgestanden, der ist in den Bau rein. Oh. Also von alles. Von allem, was mitgenommen. Genau, von allem was mitgebracht. Okay. Und dann natürlich auch noch vom Malamut dieses Stur, schwer erziehbar bis hin zum ich jage bis zum Exitus. Also dann auch keine Schmerztoleranz habend bis zum bitteren Ende. Wow, genau. Ja, ich erinnere mich. Ja. Das war keine leichte Zeit. Nein, das war keine leichte Zeit. Okay. Wie lange hat es gedauert, bis du das in den Griff gekriegt hast und was hast du getan, um das einigermaßen hinzubekommen? Also ganz, ganz extrem viel Training, absolut klar, Hundeschule sowieso. Mhm. Und ich bin wirklich, also ein normales Gassigehen mit dem Hund war eigentlich nicht möglich. Also ich bin wirklich morgens vor der Arbeit auf dem Feld gestanden, habe apportiert, mittags in meiner Mittagspause apportiert, abends nach der Arbeit apportiert oder dann habe ich auch Frei-Verloren-Suche gemacht, habe dann in der Hundeschule mit Fährtentraining angefangen. Agility, Grundgehorsam sowieso, habe dann Begleithundeprüfung mit ihm gemacht. Also ich habe diesen Hund immer beschäftigen müssen auf dem Gassigehen. Also Gassigehen normal, sage ich jetzt mal, war ein Ding der Unmöglichkeit. Also wenn ich diesen Hund nicht beschäftigt habe, dann hat er sich selbst beschäftigt. Ja. Ja, ich kann mich noch erinnern, dass wenn der irgendeine Fährte hatte oder was in der Nase hatte, dass der dir regelrecht in die Leine gegangen ist und auch mal gejodelt hat. Ne? Ja, richtig. Also das war schon, oder dass der auch einmal in einem Maisfeld war, weil da Wildschweine drin waren. Ja. Das ist auch eine gefährliche Situation gewesen. Im Dunkeln, im Wald, Wildschweine, also wirklich alles. Ja, richtig. Genau. Und das war ein hartes Training, ein konsequentes Training. Und lange auch. Und ein langes Training, das stimmt. Also wirklich, glaube ich, bin die ersten 6 Jahre nur mit Dummy Gassi gegangen. Mhm. Inzwischen ist er 11. Mhm. Und ich würde jetzt mal sagen, so nach 6 Jahren habe ich dann wirklich gemerkt, okay, jetzt wird es besser. Mhm. Aber bis dahin war ein normales Spazierengehen nicht möglich. Wirklich. Hat sich auch nicht groß für andere Hunde interessiert, sondern wirklich nur fürs Arbeiten. Mhm. Ja, also ich kann dazu eigentlich auch nur sagen, dass der einer der härtesten Jagdhunde war oder ist immer noch, jetzt ja nicht mehr, aber ich kann sagen war, ja, den ich jemals in der Hundeschule hatte. Also so manch Deutschstrater oder Kurzer ist noch leichter zu führen gewesen als der Kubi. Ja. Also das ist wirklich eine, ja. Deswegen, man weiß nie bei einem Tierschutzhund, was da rauskommt. Deswegen ist ein Gentest immer ganz gut. Dann hat man zumindest Gewissheit, warum. Ja, diese Frage nach dem Warum ist dann auch eigentlich soweit gegeben. Gell? Hast du das Gefühl, dass das Apportieren und das Fährtegehen so gut dazu geholfen hat, dass der jetzt eigentlich, ja gut, wir waren ja am Samstag apportieren, einer zu den Traumhunden gehört mittlerweile, den man einfach auch frei im Wald mal laufen lassen kann. Meinst du, das war, oder hast du da noch andere Dinge gehabt, auf die du achten musstest bei ihm, damit es so gut läuft? Also man merkt bei ihm schon ganz extrem, wenn man in anderen Bereichen nachlässt. Mhm. Welche meinst du genau? Erziehungstechnisch. Also wenn man einfach mal so den Schlendrian, sage ich jetzt mal, Dinge auch zu Hause mehr durchgehen lässt, altersbedingt natürlich, der Hund wird jetzt dann 12 Jahre alt. Dann darf man in der Regel, aber so ein Hund, man kriegt halt dann auch ganz gern mal draußen die Quittung dafür. Ja, und da musste ich schon sehr viel, genau, da musste ich schon einfach auch immer mal wieder Lehrgeld zahlen. Auf der anderen Seite, also ohne Apportieren, ohne Fährte, ohne Grundgehorsam oder auch weiteres Training, wäre ich mit dem Hund nie da gelandet, wo ich mit dem jetzt bin. Also ich kann jetzt inzwischen, wir waren ja eben zusammen im Wald apportieren, ich kann den laufen lassen. Mhm. Ich muss ihn zwar immer im Auge behalten, immer. Mhm. Also ich kann nie, sobald er merkt, ich bin zu sehr in ein Gespräch verwickelt, nutzt er das sofort. Aber das wäre früher
keine Chance gewesen. Also früher wäre der hätte sich umgedreht und wäre weg gewesen und dann auch mal 2 Stunden weg gewesen. Mhm. Und also an dem Punkt wäre ich ohne Training nie gekommen. Keine Chance. Mhm. Keine Chance. Vor allem, weil der auch, das kommt noch erschwerend hinzu, weil er unglaublich intelligent ist. Ja, das stimmt. Einer der intelligentesten Hunde, die ich kenne. Super intelligent und lernt wahnsinnig schnell, lernt eigentlich, wie du damals gesagt hast, wie ein Border Collie, schon alleine durchs Beobachten und kann mich dementsprechend aber auch lesen wie seine Mantel. Also der kennt mich natürlich auch in- und auswendig und der braucht mich nur anschauen und der weiß genau, wie ist sie heute drauf und was kann ich mir heute rausnehmen. Durchaus. Also ich kann mich an eine Geschichte erinnern, wo du mir erzählt hast, dass du den Hund gesucht hast und dein Mann um die Ecke kam und sagte, wieso, der steht doch hinter dir, weil der jede deine Bewegungen mitgemacht hat. Ja, war wie mein zweiter Schatten. Genau, ja. Richtig. Ja. Genau. Und fand das wahrscheinlich einfach mega witzig. Mhm. Hat sich aber so als Ersthundebesitzer bei den Dingen, die jetzt in den normalen Erziehungen, die Regeln, Grenzen, die man ja eigentlich bei einem Hund, wenn man den noch nicht kennt, gut einhalten sollte, damit man erstmal erkennt, wie ein Hund so tickt. Hast du die eingehalten am Anfang? Am Anfang gar nicht. Mhm. Da war ich auch noch nicht gleich in der Hundeschule, sondern ich habe diesen Hund geholt. Der kam aus Ungarn, aus der Tötung. Und dann war natürlich mein erster Impuls, oh Gott, der arme Hund. Der hatte ja bis jetzt ein schreckliches Leben, die ersten 9 Monate. Und ich muss dem jetzt alles ermöglichen und ich lasse jetzt alles erstmal zu. Und der ist zu uns reingekommen damals, als wäre der nie woanders gewesen. Hat sofort abgecheckt, aha, das ist die Couch, cool, das ist der Kühlschrank, hier bleibe ich. Und der war von Anfang an eigentlich so, als wäre der noch nie woanders gewesen. Und das war dann eigentlich auch der Grund, warum ich mir nochmal einen Hund aus dem Tierschutz geholt habe. Weil der Cooper vom Wesen her... sonst, abgesehen von seinem extremen Jagdtrieb, ein extrem toller Hund ist. Ja. Also wahnsinnig gutmütig mit Kindern, mit anderen Tieren gab es nie Probleme. Ja. Der hat keine Radlfahrer gejagt, keine Raufereien, super sozial. Aber du hast den auch kastrieren lassen, gell? Ja, und ich habe den, als das Not am Mann war, sage ich jetzt mal, als der auf einmal geschlechtsreif wurde, haben wir den kastrieren lassen. Mhm. Und also wirklich vom Charakter her ein absoluter Traumhund. Ist er immer noch. Ja. Absolut. Gestern hat er mich nur angeguckt im Wald und hat sich von mir einweisen lassen, ganz kurz mal angeschaut. Und ich habe nur gesagt, voran und dann danke. Und tschüss, weg war er. Voll reingerutscht in the Dummy und mit dem Affenzahn mit seinen 12 Jahren wieder zurück. Ja. Genau. Ja. Und warst du dann mit deinem zweiten Hund genauso viel Glück gehabt? Also mein zweiter Hund war auch während Corona. Ja, das ist ganz oft so der Fall. Den habe ich aus einer anderen Tierschutzorganisation, weil die Dame aus der ersten in Rente gegangen ist inzwischen und der zweite Hund jetzt aus Rumänien, der kommt über eine ganz große, bekannte Tierschutzorganisation. Mhm. Auf den wurde ich eigentlich aufmerksam, weil mir diese Tierschutzorganisation immer wieder über Facebook vorgeschlagen wurde und dann sitzt du zu Hause auf der Couch und siehst dieses Leid dieser Hunde und denkst dir, naja, haben wir ja schon mal hingekriegt und jetzt weiß ich ja ungefähr, was mich erwarten kann und ich weiß ja, was da jetzt kommen kann und meine 2 Kinder waren dann auch schon so einigermaßen aus dem Alter raus, dass ich sage, okay, ich habe zumindest kein Krabbelkind mehr zu Hause, im Krabbelalter hätte ich es nicht getan, aber dann meine kleinere Tochter war dann 2 Jahre alt und so habe ich dann eigentlich, bin ich dann mit dem Gedanken schwanger gegangen zum Cooper, einen zweiten Hund dazu zu nehmen, weil der Cooper dann auch schon 8 Jahre alt war und ich mir gedacht habe, also wenn, dann jetzt. Jetzt ist er noch in dem Alter, dass der andere sich an ihm orientieren kann. Und lernen kann. Und lernen auch kann. Vor allen Dingen positive Dinge. Richtig, und das wäre der Plan gewesen. Ja, und so bin ich dann auf unseren zweiten Hund gestoßen und eigentlich ursprünglich hatte ich mich für einen anderen beworben. Mhm. Und dieser andere Hund hatte 50 Anfragen. Wow. Und er hatte halt seit 1,5 Jahren keine einzige. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, okay, dann den. Mhm. Und hatte bei dem Hund dann aber den DNA-Test bereits schon zu Hause auf dem Küchentisch liegen, bevor der Hund überhaupt kam, weil ich gewusst habe, das Erste, was ich mache, ich will sofort wissen, was mich erwartet. Okay. Und dann kam der Kenzo aus Rumänien, circa 1,5, 2 Jahre alt. Ja. Und das war dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Was meinst du mit Hausnummer?
auch da habe ich mich wieder ganz weit aus dem Fenster gelehnt und habe eigentlich damals gesagt, ich will was anderes, weil ich möchte ja was lernen. Und habe dann eigentlich in allem wirklich das extreme Gegenteil zum Cooper bekommen. Also wirklich in jeglichem Bereich. Mhm. Und der DNA-Test war dann natürlich auch gleich mal, also da ist Herdenschutz, Herdenschutz, Schäferhund, Schäferhund, Terrier. Okay. Also auch eine Kombi, die würde man mit normalem Menschenverstand niemals zusammenmixen. Nee, es ist ja auch, sind ja auch eigentlich Rassen, die gar nicht so kompatibel sind. Richtig. Und Chesapeake Bay Retriever ist noch drin. Ah, ja. Genau. Und dieser Hund war aber im Gegensatz zum Cooper schwerst traumatisiert, als ich den bekommen habe. Und auch in mehreren Bereichen, also sowohl im Verhalten Menschen gegenüber, als auch im Verhalten anderen Hunden gegenüber, nicht sozialisiert, überhaupt nicht sozialisiert. Und mit Menschen, vor allem mit Männern, dieses typische Tierschutzklischee, würde ich mal sagen, hat dieser Hund vollkommen erfüllt. Das kommt ganz häufig vor, dass gerade die Tierschutzhunde mit Männern ein Problem haben. Da gibt es mehrere Theorien auch dazu. Also meistens pflegen die Frauen und die Männer fangen die ein oder machen halt die gröberen Arbeiten. Dann ist natürlich noch die Stimme ausschlaggebend. Die sanfte Stimme einer Frau ist immer eher eine beruhigendere Stimme und die vom Mann immer eher eine tadelndere. Und auch das Einfangen sind meistens Männer. Und deswegen haben die da, ist eine der Vermutungen eben, haben die da auch mehr Probleme mit den Männern. Ein Tierarzt ist auch meistens männlich, gell? Also was so vom Negativen herkommt, ist leider so. Ja? Und ganz oft auch auf der Straße, wenn die verscheucht werden oder sonst etwas, ist es ein Unterschied, ob das jetzt ein Mann macht oder eine Frau. Ja. Aber wie hat sich das beim Kenzo geäußert? Also beim Kenzo hat sich so geäußert, dass der erstens zum einen nichts kannte. Also der war definitiv vorher noch nie in einem geschlossenen Raum. Der kannte keine Schatten. Keine Schatten. Der hatte Angst vor seinem eigenen Schatten. Okay. Oder auch eben abends dann, am ersten Abend, als dann die Lichtverhältnisse anders wurden. Der kannte keine elektronischen Geräte. Der kannte keine Treppen. Also der war definitiv noch nie in einem Haus. Mhm. Der hatte wahnsinnige Angst vor meinem Mann, der jetzt kein Hühne ist, aber trotzdem einfach, der Hund hat sich sofort auf den Rücken geworfen und hat sich selbst angepinkelt, jedes Mal vor lauter Angst. Der hatte Angst, in den Kofferraum zu springen. Er hatte Angst vorm Auto. Er hatte Angst vorm Rasenmäher. Also eigentlich Jalousien kann ich mich erinnern. Jalousien, wenn ich die Jalousien runtergelassen habe. Das ist ein Geräusch, das triggert ihn heute noch. Mhm. Und was ganz extrem war, was ich so auch noch nie klar war, der Hund wusste auch nicht, wie man läuft. Also der konnte gehen beim Gassi gehen. Mhm. Und der ist am Anfang ist ja nur gegangen. Also der war wohl so lange in diesem Zwinger, dass der nicht wusste, wie man rennt. Okay. Und dann habe ich den natürlich die ersten Wochen hatte ich den an der Schleppleine und dann hat er irgendwann mal angefangen, auch mal langsam so vor sich hin zu traben. Und wenn dann mein anderer Hund Cooper mal losgerannt ist, dann stand er oft da wie ein Esel und hat überhaupt nicht kapiert, wie er seine Beine umsetzen muss, um schneller zu rennen. Also das hat der, ich weiß nicht, wie lange der tatsächlich in diesem Tierheim dann war, aber da hat man richtig gemerkt, das hat gedauert, bis das Gehirn mal angefangen hat, dass der auch mal gelernt hat, seine Nase einzusetzen. Also ich habe dem auch mal dann Futter in die Wiese gestreut, um ihn zu beschäftigen. Das hat er nicht gefunden. Also auch die ganze Nase, das Ganze, der war so degeneriert, dieser Hund. Verkümmert. Völlig verkümmert. Vom Kopf auch her, dass der wirklich den Knochen vor sich, der hat nichts gewusst damit anzufangen, der wusste auch nichts mit sich selbst anzufangen. Also das war am Anfang wirklich, er hat dann nach einem Monat, den er dann bei uns war, hat er dann meinen Mann in die Hand gebissen. Und zwar so heftig, dass der operiert werden musste. Der hat bei uns auf dem Esstisch gestanden, als ich den Tisch verlassen habe und hat den ganzen Tisch abgeräumt. Das waren alles Dinge, da habe ich gar nicht dran gedacht, weil das wäre mit dem Cooper war das nie ein Thema. Nie. Aber darf ich kurz nachfragen, was hast du denn für Informationen von der Tierhilfe bekommen über den Hund? Was habe ich für Informationen bekommen? Naja, er wurde mir übergeben in einem Konvoi, wie die ja dann diese Hunde oft ausliefern. Und man hat ihn mir mit Box hinten ins Auto reingestellt. Also ich habe ihn bei der Übergabe nicht gesehen.
was aber Corona natürlich auch noch, sage ich jetzt mal, Corona-bedingt war. Also die wollten keine großen Kontakte haben, sondern haben wirklich die Hunde übergeben, in Box, ins Auto rein. Und das erste Mal gesehen habe ich ihn ja dann auch mit dir zusammen bei uns auf dem Hundeplatz. Und ja, deine erste Frage an mich war ja, Jenny, wie alt ist dieser Hund? Weil der war wirklich, also körperlich in einem desolaten Zustand. Dieser Hund hat gestunken, sowas habe ich noch nie erlebt vorher. Keine Muskulatur, kann ich mich erinnern. Keine Muskulatur, das Fell. Naja, klar, der kam aus Rumänien. Ja. Aus 2 Quadratmetern Zwingern, was will man da erwarten? Er sah aus wie ein alter Hund. Er sah aus wie ein alter Hund. Mhm. Und ja, und hat sich dann auch rausgestellt, war auch einfach traumatisiert, schwerst traumatisiert. Mhm. Ich glaube auch im Nachhinein, hat man mir dann auch gesagt, ich soll ihn doppelt und dreifach absichern, weil er wäre ein Meister im Abhauen. Mhm. Und das Einzige, was dieser Hund bei uns nie gemacht hat, er hat noch nie versucht abzuhauen. Kein einziges Mal, noch nie. Das war ja eine gute Einschätzung. Also ja, wirklich. Ich glaube, dass das da dort, der hat einfach nur versucht wegzukommen. Und bei uns hat er ab Tag 1 nur noch versucht reinzukommen. Also der hat Panik gehabt, wenn ich den in den Garten gelassen habe. Der wollte nur rein ins Haus und war aber... Mit mir, ab Tag 1, muss ich sagen, hat er sich von mir alles machen lassen. Ich konnte ihn in die Ohren gucken, das Maul öffnen, den baden. Das war nie ein Thema, aber er ist einfach Terrier-bedingt. Es ist schon ein harter Knochen. Mhm. Und da ist dann auch immer so ein bisschen die schmale Gratwanderung. Was ist noch Trauma und was ist schon Charakter? Ja, dafür muss man erstmal über sein Verhalten herausfinden, was für Triggerpunkte sind das und was bedeuten die. Ja, also ich kann mich erinnern, dass der einen geknickten Schwanz hatte und dass der, als du den mal in die Box getan hast, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, wir dann festgestellt haben, also du mir erzählt hast, dass die Berührung mit dem Gitter der Box an seinem Schwanz eine aggressive Handlung von ihm hervorgerufen hat und daraus eigentlich die Rückschlüsse zuließ, dass der Schwanz gebrochen war, weil jemand zu stark die Box zugemacht hat und dem wahrscheinlich den Schwanz eingeklemmt und gebrochen hat. Richtig, okay? Genau. Ja. Ja, und das sind so Dinge, die erzählt einem einen Hund, der traumatisiert ist, eben erst viel später. Richtig, also der hat auch, also die vorderen Zähne bei ihm sind fast alle entweder abgebrochen oder rausgebrochen. Mhm. Passt natürlich auch zu dem, dass die mir erzählt haben, dass er versucht hat, da aus seinem Gitter rauszukommen. Der hat wahrscheinlich buchstäblich versucht, sich durchzubeißen durch dieses Gitter. Und ja, also er hat auch gleich am Anfang, als er zu uns nach Hause gekommen ist, hat er angefangen, den Mülleimer zu markieren, den Wassernapf zu markieren, die Haustür Ressourcen sichern, aber schon auch dann gleich mit so einem kleinen Seitenhieb auf unseren Ersthund. Ja. Der lag nämlich in der Garderobe und er hat die Garderobentür markiert. Und ich sage jetzt mal, wenn man das nicht weiß und wenn man vielleicht noch keine Erfahrung hat, dann denkt man sich, naja, der muss halt pinkeln. Nee, musste er nicht. Genau. Mir war dann natürlich durch mein erlerntes Wissen klar, dass der nicht markiert, oder dass er markiert und eben nicht pinkeln muss. Und das ist eine deutliche Symbolik gegenüber dem Cooper war. Richtig, ja. Genau. Also, welche Maßnahmen hast du ergriffen dann? Maßnahmen ergriffen habe ich... Das ist ganz eine schwierige Sache, weil auf der einen Seite muss man schauen, dass man den nicht Oberwasser gewinnen lässt, diesen Hund, weil die natürlich trickreich sind. Die haben ja bis jetzt lernen müssen, sich irgendwie durchzuschlagen und an ihr Ziel zu kommen. Ja. Auf der anderen Seite möchte man ihnen ja auch vermitteln, dass sie jetzt ein sicheres Zuhause haben, dass sie natürlich auch sowas mal bekommen wie Zuwendung. Ja. Und was er absolut ist, er ist absolut zuwendungsgeil. Also im Gegensatz zum Cooper, da reicht keine Zuwendung möchte. Der möchte nicht gestreichelt werden. Das Nein. reicht, wenn man den anschaut, dann ist er zufrieden. Und wenn man ihn anlächelt, genau, das reicht. Und der kennst du, der würde am liebsten in einer Babytrage von mir getragen werden und hätte gerne den ganzen Tag Streicheleinheiten. Und zwar aber auch so, dass der die dann vehement versucht einzufordern. Also aber das birgt ja diese Gefahr, richtig, dass du den vor den Cooper stellst.
Gell? Und die zwei sich dann nicht mehr besonders gut vertragen. Richtig. Auch wenn so etwas dann richtig wehtut, gell? Musstest du ja, glaube ich, auch lernen, ja, dass man den zurückstellt. Absolut. Und dass man das dosiert, ja, und an die richtige Stelle bringt, ja? Und vielleicht auch damit arbeitet. Ja. Ja? Also mit Zuwendungsbedürftigkeit eben auch in der Arbeit. Wenn er sich gut verhält, Zuwendung. Und wenn er sich nicht gut verhält, eben auch einfach mal eine klare Ansage, absolut, zu machen. Weil markieren im Haus, das geht ja nun mal gar nicht. Geht gar nicht. Und auch dieses, sage ich jetzt mal, dieses aufstrebend dominante Verhalten hat sich ja dann eigentlich nach einem halben Jahr, das heißt ja immer so, nach einem halben Jahr zeigen die dann ihren wahren Charakter. Ja. Und genau so war es. Also das erste halbe Jahr habe ich mir gedacht, oh ja, das ist ja wunderbar draußen mit dem. Und nach einem halben Jahr ging es eigentlich so los, dass der angefangen hat, andere nicht sozialisierte Hunde, nicht soziale Hunde, unkastrierte Rüden, mhm, anzugehen, und zwar teilweise richtig heftig. Mhm. Was hat der Tierarzt denn gesagt, wie alt er denn sein sollte? Circa 2 Jahre, 1,5 bis 2 Jahre. Also ich, genau, denke mindestens 2 Jahre. Genau, also das kann dann sein, dass der also in den 2 Jahren auf der Straße auch kämpfen musste. Da war der schon geschlechtsreif. Absolut, ja, weil das Verhalten, das er zeigt mit Hündinnen, das ist rein ein sexualisiertes Verhalten. Also ja, der war definitiv weit über die Pubertät hinaus, als ich den, mhm, bekommen habe. Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen spät kastriert dann. Also so, dass der, wenn man weiß nicht, vielleicht hat er sogar schon gedeckt. Ja, das weiß man eben alles nicht. Und wahrscheinlich. Wenn man so einmal das Geschmäckle hat, wie man schon sagt, ja, okay, dann ist natürlich, dann wissen die halt, wie es geht. Ja. Ne? Das ist halt schon. Absolut. Und dann ist natürlich auch ein anderer unkastrierter Rüde ein potenzieller Gegner. Absolut, ja, genau, absolut. Ja. Und das ist dann auch der Fall. Also, Konkurrenz. Absolut. Mhm. Da schlägt dann die, mhm, Biologie durch. Und wie war das dann am Anfang? Am Anfang, das war sehr heftig. Sehr heftig, also noch viel häufiger als jetzt. Es ist inzwischen schon wesentlich besser geworden, auch wieder nur durch Training und viel Training in der Hundeschule mit gut sozialisierten anderen Hunden. Aber draußen, sage ich mal, da trifft man natürlich auf alles. Mhm. Und man trifft vor allem natürlich auch ganz oft einfach auch auf Hundebesitzer, die ihre eigenen Hunde nicht lesen können oder manchmal vielleicht auch gar nicht lesen wollen. Mhm. Und da merke ich inzwischen, dass er selbst schon ganz gut einschätzen kann, bei wem er Karten hätte und bei wem nicht. Und du auch lesen kannst an ihm, wer wirklich, richtig, ja, wer kastriert ist, wer unkastriert, richtig, ist. Und Rüde, Hündin, oder ist der eher provokant oder nicht. Ja, ja. Aber also das ist schon, diese Hunde, sage ich jetzt mal, die ihn auslösen, da ist dann wirklich, da ist dann, der Hund schlägt um 180 Grad um. Mhm. Also man sieht dann nur noch Augen, und die sind wirklich, die Pupillen sind geweitet, die Augen sind gerötet. Der ist auf meiner Körper, auf meiner Kopfhöhe, so weit springt der hoch und würde in dem, der ist dann wie im Tunnel. Also der würde in dem Moment auch mich beißen, mhm, einfach weil der nicht mehr er selbst ist. Der ist so in Rage, mhm, dass ich den dann draußen auch nur mit Maulkorb führen, mhm, also möchte. Ja. Um ihn abzusichern, genau, um mich abzusichern und auch um alle anderen abzusichern. Mhm. Okay, gut. Hat sich denn daran schon etwas verändert? Das ist viel besser geworden. Mhm. Es ist viel weniger geworden, und inzwischen kann ich ihn auch besser handeln in diesen Momenten. Du erkennst den Anfang. Ich erkenne den Anfang, ja, richtig. Und es sind, ich sage jetzt mal, es sind inzwischen wesentlich mehr positive Hundekontakte draußen als negative. Das war mal andersrum. Das war mal andersrum. Ja. Und ich weiß einfach inzwischen auch, ich gehe dann auch einfach mal denjenigen auch mal einfach aus dem Weg, um die Konfrontation zu meiden. Mhm. Manchmal ist es aber einfach nicht möglich, weil der Weg das gar nicht zulässt. Mhm. Und dann versuche ich ihn auf mich zu fokussieren. Das klappt inzwischen auch schon ganz gut. Und ich habe auch das Gefühl, ich sage jetzt mal, seine Gegner in Anführungsstrichen sind in der Regel alles Rüden, die sich während Corona zugelegt wurden. Ja. Alles junge Schnösel, ja, meist unkastriert, mhm, und dann eben ganz oft auch Besitzer, die einfach ihren Hund überhaupt nicht einschätzen können. Mhm. Die jetzt aber inzwischen auch nach 2, 3 Jahren wissen, merken, und genau, mhm, und auch mal aus dem Weg gehen und nicht mehr so die Konfrontation suchen. Mhm. Okay.
Ja, das ist schon so eine Sache, ne? Die Corona-Zeit war schon, da kommen wir gleich noch zu. Und auch vor allen Dingen die Menschen, also das Verständnis dafür, ne? Also wenn man denjenigen kennt, dann weiß man ja, dem gehe ich aus dem Weg und bei dem, das ist eher unproblematisch. Aber es sind mittlerweile so viele Hunde, dass uns auch ständig, egal wo wir gehen und stehen, eben Hunde begegnen. Ja, und das ist dann halt einfach ein wenig das Problem. Vielleicht schilderst du mir einfach eine Situation, die dir zuletzt passiert ist, um einfach ein bisschen den Kenzo nicht ganz so schlecht darstellen zu lassen. Weil ich weiß ja doch, dass da einige Fortschritte gibt, obwohl er wirklich ein anstrengender Hund ist, eine Herausforderung. Also es war ja von Anfang an, aber deswegen hat er es trotzdem verdient, bei dir zu sein. Das habe ich gleich am Anfang gesagt, dass das verdient hat, dass man mit ihm arbeitet und er ein Riesenglück hatte, bei dir zu sein. Vielleicht schilderst du einfach eine Situation, die dir so einfällt, wie dein Leben so mit ihm draußen bei den Erzfeinden so aussieht. Ja, also ja, natürlich ist das inzwischen, hat er eine Riesenentwicklung gemacht, ganz klar. Aber es ist, wie du sagst, natürlich auch eine Wahnsinnsarbeit, mit so einem Hund auch immer dran zu bleiben und natürlich auch den Support zu bekommen, den man braucht. Mhm. Was mir jetzt erst vor kurzem passiert ist, und da hat mir eine Übung wahnsinnig geholfen aus der Hundeschule. Ich war mit meinen Hunden Gassi und mir kam eine Hundebesitzerin entgegen mit zwei Huskies an der Flexileine. Meine Hunde waren frei und ich habe beide abgerufen und beide saßen dann im Fuß neben mir. Und dann kam aber die Dame und ich habe den Kenzo vorsichtshalber mal an die Leine genommen und die Dame kam mit ihren Huskies und der eine Husky ist dann schon in so eine Bücklauerstellung gegangen und hat angefangen, ihn zu fixieren. Mhm. Und dann haben sich diese zwei Hunde haben sich fixiert und in dem Moment habe ich gewusst, okay, eine falsche Bewegung und jetzt geht's hier gleich rund. Und so war es dann auch, dieser Husky ist dann in die Flexileine reingeschossen und der Kenzo hat einen Satz nach vorne gemacht. Und hat sich, wie auch immer, in einer Bewegung sowohl das Halsband über den Kopf und damit auch den Maulkorb vom Kopf gezogen. Okay. Und stand dann frei vor mir. Und ich hatte die Leine in der Hand mit Halsband dran und Maulkorb lag auf dem Boden. Und ich bin da gestanden, habe mir in dem Moment, also ich habe eigentlich gar nicht groß nachgedacht, ich habe einfach nur geschrien, Platz. Mhm. Und diesen Hund hat es förmlich zerrissen. Der ist hochgesprungen mit allen Vieren und ist auf allen Vieren liegend auf den Schnee aufgekommen. Und auch Folgentuter. Und auch der Cooper lag neben mir schon fast unter der Grasnarbe und beide lagen im Platz. Und diese Frau war dann völlig perplex. Und auch die Huskies waren völlig perplex. Ja, aber ich kenne die Platz. Die haben es nicht mitgemacht. Aber er war dann so fixiert darauf, dieses Kommando auszuführen. Mhm. Weil folgen, gehorchen tut er. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist ja ein anderes. Und so konnte ich ihn an die Leine nehmen, habe ihm wieder den Maulkorb drauf und habe ihn wieder ins Fuß zu mir genommen. Und diese Dame war dann auch sehr nett, hat sich dann bei mir bedankt, ist dann weitergegangen und war dann auch froh, dass es eben keine Konfrontation gab. Mhm. Und das sind dann so Momente, die dann natürlich Spaß machen und wo man dann im Nachhinein auch auf sich selbst und natürlich auch auf den Hund stolz ist, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat und man merkt, okay, man ist inzwischen an einem anderen Punkt angekommen und man kann dann doch noch irgendwie reagieren und es gibt eine Möglichkeit. Ja. Und das war irgendwo, genau, kann richtig. Was ausprobieren. Ja. Und wenn es dann funktioniert, macht es ja Riesenspaß. Absolut. Genau. Meine letzte Frage an dich. Würdest du noch mal einen Tierschutzhund dir anschaffen? Sag ich nicht. Ich habe Angst, dass ich rausfliege. man muss sich dessen bewusst sein, dass man bei so einem Hund, bei so einem Hund nicht bei Null anfängt. Nee. Die Hunde bringen immer ein Päckchen mit und dessen muss man sich bewusst sein. Ja. Genau. Und auf die Frage, ob ich es wieder tun würde, vielleicht. Schauen wir mal. Jetzt bin ich ja gut ausgelastet. Es muss Menschen geben, die auch sich diesen Hunden annehmen, ganz deutlich. Ja. Aber es müssen die richtigen Menschen sein. Absolut. Die auch wirklich sagen, okay, ich gehe das an und egal wie lange es dauert, ich schaffe das mit dir. Ne? Ja. Und da geht es natürlich auch nicht nur immer nur positiv. Absolut. Sondern ein Hund, der beißt, der braucht auch starke Grenzen. Also ich kann mich erinnern, dass wir auch Boxentraining hatten, wo der wirklich immer wieder raus musste oder wo du dann auch wirklich mal hinterhergelaufen bist und den zusammen verstaucht hast. Ja, absolut. Also, was auch dazugehört dann einfach. Ne? Aber
Im Ansatz von hat er sich dirigieren lassen. Ja. Und das ist total wichtig, wenn man die Körpersprache kennt und wenn einmal ein Nein etabliert ist, dass man dann grundsätzlich oder ein Platz, wie du gerade so schön erzählt hast, dass man den Hund dann auch handeln kann. Ja, absolut. Genau. Ja. Absolut. Vielen Dank. Wahrscheinlich würde ich es wieder tun. Jetzt kommst du doch noch raus. Doch kein Cockerspaniel. Mal schauen. Okay, ich danke dir vielmals für deine Geschichte. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Das zu hören. Okay. Und ja, vielleicht nochmal zum Jagdthema, dass wir uns dann nochmal hören oder sehen. Sehr gern. Okay, danke Jenny. Gerne.